Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir einen neuen Faden anknoten. Dieses Video ist ganz toll für alle, die keine Lust haben zu vernähen. Das ist auch eine schöne Variante, eignet sich sehr gut, ist auch teilweise garnsparend. Und ja, also wenn euer Knäuel zu Ende ist und ihr wollt ein neues Knäuel anknoten, können wir das folgendermaßen machen. So, wir legen den einen Faden in diese Richtung und den neuen Faden vom neuen Knäuel in die entgegengesetzte Richtung. Wir legen den neuen Faden über den alten, gehen hier drumherum und dann wieder. Und dann durch diese Öffnung nochmal und festziehen. Mache den Faden mal ein bisschen länger, damit wir hier mehr Platz haben. Und das ist der alte Faden, den legen wir jetzt um den neuen. Hier drumherum bilden hier auch einen Kreis, das gleiche nur auf der anderen Seite, hier durch den Kreis durch und verknoten den Faden mit der Seite. Richtig festziehen, hier richtig festziehen und dann nehmen wir diese beiden Enden und ziehen an diesen Enden und ziehen das auch ganz fest. Das nennt sich auch gerne sowas Frankfurter Knoten. Wird auch gerne in der Industrie benutzt, damit er nicht wieder aufgeht. Und dann schneiden wir die Reste, die hier gucken, einfach ganz kurz ab. Und dann stricken wir einfach weiter. Und da kommt der Knoten und er verschwindet jetzt einfach in unserer Arbeit. So, da ist er drin. Also im Grunde genommen sieht man ihn später gar nicht. Also man sieht da auch nicht mehr, als wenn man Sachen vernäht. Ich hoffe, das Video war euch hilfreich. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und ein Abo und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.